Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, euer YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ich habe zur ESA-Ministerratskonferenz mir tatkräftige Unterstützung gehört, beziehungsweise eure Fragen so ein bisschen gesammelt. Und ich freue mich riesig, dass Herr Walter Pelzer sich Zeit genommen hat, die Fragen zu beantworten. Herr Walter Pelzer im Vorstand vom DLR und sein Baby im Prinzip die Hauptverantwortung, auch die Raumfahrtagentur im DLR. Und das heißt natürlich dann kompetenter Gast, um eure Raumfahrtfragen zu beantworten. Und ich habe mir ganz fiese, böse Fragen vorgenommen, um so ein bisschen vielleicht kritisch zu beleuchten, was da nächste Woche auf der ESA-Ministerratskonferenz, das ist ja das Ereignis, was für die europäische Raumfahrt richtig wichtig ist, weil da große Budgets verhandelt werden und auch freigegeben werden. Herr Pelzer, ich freue mich riesig, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, Herr Fied, vielen, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für das Interesse. Ja, und ich freue mich auf die Fragen, denn das ist ja das Spannende, das ist gut zu wissen, zu hören, was die Leute bewegt und da Antworten geben zu können. Oder ich versuche es zumindest. Cool. Ich versuche mit meinem Kanal so die Leute für Raumfahrt zu begeistern, für Ingenieurswissenschaften zu begeistern, Naturwissenschaften. Ich finde, das ist ein Riesenthema. Meine Begeisterung, wissen meine Zuschauer, glaube ich, ganz gut, wo die herkommt. Wo kommt denn Ihre Begeisterung eigentlich für die Raumfahrt her? Oh, das ist eine Frage, die ich oft gestellt bekomme. Da gibt es nicht ein einziges Ereignis. Viele sagen ja Apollo-Start oder sowas. Bei mir gibt es viele verschiedene. Ich habe den Astronaut Forer getroffen, als ich Physik LK hatte, durfte ich den mal kennenlernen und fand das eine unwahrscheinlich faszinierende Persönlichkeit. Ein Mann, der nicht nur Astronaut war, das ist ein Mann, der Menschen, als es noch ein geteiltes Deutschland gegeben hat, durch Tunnel graben, geholfen hat, von Ost nach West zu kommen. Und jemand, der, also als wir uns dann als Schüler mit ihm unterhalten durften, dann auch dargestellt hat, was er eigentlich für Helden gesehen hat. Da hat er zum Beispiel gesagt, naja gut, also wenn er da oben im Weltraum ist, hat er die gesamte Wissenschaft zur Verfügung. Aber früher Leute, die in Afrika geforscht haben an Seren zum Beispiel, die haben an sich selbst Tests gemacht. Das waren für ihn Helden. Also dieser andere Blick auf Raumfahrt, der hat mich dann gleichzeitig dann wieder für Raumfahrt fasziniert. Oder eben vor 40 Jahren, als ich zum ersten Mal dann zum DLR, damals auch noch als Schüler eingeladen wurde und damals mir dann schon gesagt wurde, ja, das mit den Fuels, also mit den fossilen Treibstoffen, das bringt alles nicht. Wir werden alle demnächst irgendwann mal auf Wasserstoff umsteigen. Das sind auch so Sachen, die haben mich dann einfach für Technologie und speziell für Raumfahrt begeistert. Also nicht eine bestimmte Sache, sondern da sind so viele tolle Sachen vorgegangen, die haben mich begeistert. Und die ISS als ein tolles Labor, aber auch eine tolle politische Botschaft, gerade heute finde ich immer noch, das sind Dinge, die haben mich für Raumfahrt immer begeistert. Hm. Als Ingenieur sowieso, aber ich glaube, da ist das Scheunentor groß offen, da würde ich nichts Neues erzählen. Ja, gibt es einfach schöne, coole Speziallösungen, die man dann für die Raumfahrt entwickelt, die hoffentlich dann auch in der Breite der Bevölkerung mal ankommen, aber man im Prinzip mal die Möglichkeiten hat, Dinge zu tun, die vielleicht sehr speziell sind und wo das Ingenieursherz dann doch auch aufgeht, weil man Sachen macht, die man sonst so nicht machen könnte und müsste. Und, ja, kommen Sie doch mal bei mir vorbei. Frau Mittelbach hatte mal die Aufgabe bekommen, ich wollte mal so ein paar Schaukästen haben von Dingen aus dem Alltag, die aus der Raumfahrt kommen. Wenn wir Besucher in der Agentur haben, da wird dann immer sehr gestaunt, wenn die Leute sehen, dass Dinge, die sie jetzt, ich sag mal, überall kaufen, dass sie alle aus der Raumfahrt kommen. Angefangen vom Akkuschrauber bis hin eben zur Frischhaltefolie, dass das alles Dinge sind, die eigentlich ihren Ursprung in der Raumfahrt haben. Jetzt sind wir schon wieder auf Kuschelkurs, weil wir beide für Raumfahrt brennen. Und ich wollte ja kritische Fragen zur ESA-Ministerratskonferenz stellen. Sie haben eben die Politik ein bisschen angedeutet mit der ISS, ist schon auch ein politisches Projekt. Da haben sich ganz viele Nationen zusammen entschlossen, dass man dieses krasse Labor da oben in den Orbit hängt. Und insgesamt würde ich sagen, voller Erfolg ist natürlich jetzt ein bisschen in die Jahre gekommen, aber trotzdem muss man weiter schauen. Und Raumfahrt ist einfach teuer. Und da müssen Budgets verhandelt werden und ESA, die europäischen, nicht nur europäischen Länder, aber im Prinzip als europäische Raumfahrtagentur, bringt da ganz viele politische Partner zusammen. Und jetzt ist dieses Jahr, wegen aller Krisen, die wir so vor uns hatten und hinter uns hatten, sage ich jetzt mal, die europäische Raumfahrt
für mich aus meiner Sicht jetzt von YouTube heraus steht sie nicht so unter einem sehr guten Stern. Also sind einfach viele Dinge irgendwie schiefgegangen und man hat so das Gefühl, irgendwie ist so ein bisschen Katerstimmung in der europäischen Raumfahrt. Bin ich damit richtig oder ist das alles gar nicht so und das wird einfach ein Durchmarsch nächste Woche und alle Budgets werden abgesegnet und es steht ganz viel Geld zur Verfügung für die Raumfahrt in Europa? Also ich teile den Eindruck, dass wir wahrscheinlich vor der schwierigsten ESA-Ministerratskonferenz stehen, die wir jemals gehabt haben. Wir haben wahnsinnige Konflikte. Ukraine-Krieg, also Überfall Russlands auf die Ukraine, dann Energiekrise. Die Leute wissen nicht, wie sie ihre Mieten bezahlen sollen vor dem Hintergrund der Inflation. Die wissen nicht, wie sie heizen sollen. Wir wissen nicht, ob wir Gas für unsere Industrie und unsere Arbeitsplätze haben. Wer da völlig entspannt ist, der hat schon ein ziemlich sonniges Gemüt. Das möchte ich auf jeden Fall mal so sagen. Also vor dem Hintergrund ist die Anspannung sehr groß. Dass in der europäischen Raumfahrt jetzt viel daneben gegangen ist, würde ich jetzt nicht sagen. Wir sind mit der Ariane 6 ein bisschen hinterher. Das ist sicherlich ein Ding, was uns Kopfzerbrechen bereitet. Aber andererseits, unser ESM, also das Service-Modul, haben wir abgeliefert on time, in cost und sind da gut aufgestellt. Wir haben es geschafft, die teuerste Payload, die es jemals gegeben hat, mit James Webb zu Weihnachten zu starten und mit der Ariane. Also die Amerikaner haben eine europäische Launcher-Rakete genommen, um die teuerste Payload, die sie jemals hatten, in den Orbit zu bringen. Und die ist so präzise abgeliefert worden, dass durch diesen präzisen Start die Lebensdauer des, wie gesagt, der teuersten Payload, die es jemals gegeben hat, die jetzt schon wahnsinnig beeindruckende Bilder liefert, dass die Lebensdauer verdoppelt wurde. Also so richtig viel schiefgegangen in der Raumfahrt ist nicht. Wir sind nur in, ich sag mal, sehr, sehr schwierigen Zeiten. Und da wird es einfach schwierig, den Leuten zu erklären, warum wir neben den wirklich dringend notwendigen Dingen wie Unterstützung für Energiekosten, für Miete und all den Leuten, die nicht so viel Glück gehabt haben im Leben, wie wir jetzt hier in dem Call, wie man denen helfen kann, auf der einen Seite, das ist dringend und wichtig, aber dass wir auf der anderen Seite das wirklich Wichtige, nämlich das, weswegen es uns so gut geht. Wir haben keine Bodenschätze, wir haben keine Ressourcen. Unser Wohlstand basiert darauf, dass wir die Dinge oberhalb unseres Halses haben. Und dahin müssen wir eben auch investieren. Und das dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren, aber ich bin da zuversichtlich, dass natürlich die Entscheidungsträger wissen, was jetzt dringend ist, um der Gesamtheit der Menschen zu helfen. Aber ich glaube auch, dass den Menschen klar ist, dass wir in Technologie investieren müssen, denn das ist der Weg, auch zukünftig Wohlstand zu haben. Also ja, turbulentes Umfeld für die Ministerratskonferenz, vielleicht das Schwierigste, als es jemals gegeben hat, aber zuversichtlich bin ich trotzdem. Das klingt nicht so schlecht und das beruhigt mich so ein bisschen. Ich habe natürlich so eine andere Nervosität auch daher, dass also, ich sag mal, ich mache ganz viele Livestreams, das heißt Raketen-Livestreams, ich mache Technikvideos und alles ganz viel ist SpaceX-Thema, es sind aber auch andere Nationen-Thema, Indien startet OneWeb-Satelliten und ich sag mal, mit europäischen Starts war es dies ja ziemlich dünn und die Technologieführerschaft, was die Launcher angeht, würde ich jetzt nicht unbedingt in Europa sehen und da machen sich so die Technikfans so ein bisschen sorgen, dass sie sagen, okay, was so in diesen Interviews immer kommt zur europäischen Raumfahrt, ja, wir dürfen den Anschluss nicht verlieren, dass man eher das Gefühl hat, der Anschluss ist schon längst weg und man müsste jetzt eigentlich massiv investieren, damit man den Anschluss wieder zurückgewinnt, beziehungsweise sich auch überlegt, okay, wo ist denn die Raumfahrt in 10 Jahren und wo müssen wir in 10 Jahren sein, damit wir nicht völlig abgeschlagen sind? Ist das so eine Fehleinschätzung oder wie sehen Sie das? Das ist die Frage, was man will. Also ich teile die Einschätzung, dass wir abgeschlagen sind, nicht. Ich glaube, mit Copernicus haben wir das weltbeste Erdbeobachtungssystem. Die Amerikaner werden nicht ohne die Europäer zum Mond zurückkehren. Das hat es noch nie vorher gegeben. Das Service-Modul ist elementarer Bestandteil der Orion-Kapsel. Und ich sag mal, dass ein so missionskritisches Bauteil nicht aus den USA, sondern von einem europäischen Zulieferer und dabei bei über 50% Wertschöpfung aus Deutschland kommt, ist einfach ein Aushängeschild. Da kann man nicht davon reden, dass wir abgehängt sind. Wenn wir uns die weltstärkste Rakete SLS angucken, auch da sind Komponenten von deutschen Zulieferern dabei und noch nicht mal irgendwie über die Agentur, sondern einfach, weil sie
sehr, sehr leistungsstarke Zulieferer sind, kommt aus Süddeutschland, kommen Tankbauteile zum Beispiel. Und da werden noch andere Bauteile dazukommen in der nächsten Generation. Also da kann man nicht sagen, dass wir abgehängt sind im Gesamtbereich Raumfahrt. Wenn wir darüber über Einzelbereiche sprechen, ja, da würde ich zustimmen, da sind wir, wenn es um Wiederverwendbarkeit von Launcher geht, sind wir bei weitem nicht auf dem Niveau der Amerikaner. Das ist gar keine Frage. Es ist aber auch die Frage, ob wir alles können wollen oder ob wir das, was wir machen, auf absolutem Spitzenniveau machen sollen. Denn das ist meiner Meinung nach das Entscheidende. Wenn wir international kooperieren wollen, dann müssen wir das, was wir machen, auf absolutem Spitzenniveau machen. Ich bin kein Anhänger davon, wir müssen alles können. Wir müssen einen Bauchladen entwickeln, nach dem Motto bis hin zum astronautischen Launcher. Bei einem Astronautenkorps und einem Bedarf an Astronautinnen und Astronauten, der eben verglichen mit den USA sehr, sehr viel geringer ist. Da wird man beliebig und dann wird man austauschbar. Wir müssen mit dem, was wir tun, exzellent sein. Sie hatten jetzt das SLS angesprochen und das Orion. Ich habe das Service-Modul in Bremen mir tatsächlich also für Artemis 3 und 4 sogar angeguckt, den Bau bei Airbus, und super beeindruckend und macht auch einfach Spaß, mit den Ingenieuren zu sprechen, und ist definitiv ein Riesenerfolg für die europäische Raumfahrt, dass das Orion-Service-Modul aus Europa kommt und da jetzt auch auf dem Patch steht. Ich hoffe, dass das nächste Woche der Start stattfindet. SLS so wird jetzt einen Tag verschoben, ist jetzt 14. steht nicht mehr. Nee, genau. Das SLS ist so ein bisschen auch in der Space Community umstritten, weil es sehr viel auch alte Shuttle-Komponenten benutzt und sehr auch ein politisches Projekt ist. Ähnlich, sag ich jetzt mal, zur europäischen Raumfahrt und die Agenturen ja auch immer so gearbeitet haben. Ich mache mir bei dem European Service Modul so ein bisschen Sorgen, dass das noch ein Kind, sage ich jetzt mal, aus einer anderen Zeit ist, wo man das Gefühl hatte von wegen ISS, das ist alles Kuscheln, und im Prinzip die Amerikaner sehr, sehr, sehr großzügig waren mit was die Partner auf der ISS dürfen und was sie abbekommen für ihren Beitrag, den sie leisten. Ich glaube, da ist Europa sehr, sehr gut eigentlich gefahren, und das hatte man meiner Meinung nach auch so ein bisschen bei dem Service-Modul im Hinterkopf, dass man dachte, man macht das, man übernimmt diese Verantwortung, ist natürlich auch ein Prestigeprojekt, also da kann sich die europäische Raumfahrt einfach auf die Schulter klopfen, aber man halt auch gehofft hat, okay, da werden europäische Astronauten Richtung Mond bei rumkommen. Jetzt ist die amerikanische Politik doch turbulent, sage ich jetzt mal, in den letzten Jahren gewesen, und man hat das Gefühl, naja, wenn da jetzt, je nachdem, wer da an die Macht kommt und der sagt, ich habe da eigentlich keine Lust, dass da die Europäer mit zum Mond fliegen, dann außer Spesen nichts gewesen. Hat man da vielleicht so ein bisschen hochgepokert? Das würde ich nicht sagen, weil das ist ja keine Nettigkeit der NASA, dass sie uns da mitnimmt, sondern das ist schon knallhartes Geschäft. Die sparen eine ganze Menge Geld dadurch, dass sie nicht das Service-Modul selber herstellen müssen. Zeichen für die Leistungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie, dass die Kosten des europäischen Service-Moduls, wenn die Amerikaner die herstellen müssten, deutlich höher wären. Also die sparen eine Menge Geld. Und das Tolle an diesem System, dieses Barter-System, ist ja, dass wir nicht einfach Steuergeld aus Europa nehmen und in die USA bringen. Davon haben wir relativ wenig. Wir kriegen dann mal ein Ticket auf der ISS. Aber wir gehen ja hin und nehmen europäisches Steuergeld, entwickeln Technologien, schaffen Arbeitsplätze in Europa. Wir selber haben es in Bremen gesehen, aber da sind ja 10 andere Mitgliedstaaten auch dabei. Wie gesagt, der größte Anteil, der weitaus größte Anteil der Wertschöpfung liegt glücklicherweise dabei in Deutschland. Aber wir schaffen ja hier Know-how, wir schaffen hier Fähigkeiten und Arbeitsplätze, geben dann diese Hardware in die USA und bekommen dafür die Sitzplätze und eben auch schon 3 Sitzplätze für das Gateway um den Mond herum. Und Präsident Biden hat ja schon gesagt, dass es auch beziehungsweise Bill Nelson hat ja schon gesagt, nicht Präsident Biden, Entschuldigung, Nelson hat ja schon gesagt, dass er auch Europäer auf die Mondoberfläche da bringen wird. Und auch zur Zeit vor der jetzigen Regierung hat die Zusammenarbeit mit der NASA immer reibungslos funktioniert. Also man muss da ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was da manchmal getrommelt wird und was tatsächlich passiert. Das gilt übrigens auch für Roskosmos, als Mr. Rogozin wirklich
unfassbare Dinge verkündet hat, hat die tatsächliche Zusammenarbeit auf der ISS sehr, sehr gut geklappt, zum Glück. Ich bin teile auch absolut die Meinung, dass wir als Europäer und gerade wir als Deutsche mit der ISS sehr, sehr gut fahren. Wir zahlen für den europäischen Anteil, zahlt Deutschland sehr viel. Das wird manchmal Stirnrunzeln gemacht, aber ich erkläre immer, wenn Leute mich darauf fragen, wenn wir hingehen und ich sozusagen dann mit Bill Nelson oder mit Hiroshi, also dem japanischen Kollegen, anfangen müsste, eine neue, ich sag mal, ISS zu verhandeln, ob wir dann mit am Ende 3%, 3,2% ist ungefähr insgesamt der deutsche Anteil, wenn man den europäischen runterrechnet, ob ich da mit 3% aus der Verhandlung rauskomme, da habe ich ungefähr die Chance eines Schneeballs im Hochofen bei unserer wirtschaftlichen Fähigkeit. Also wir fahren da verdammt gut und wir sollten die Chance, die uns eröffnet wurde, bis 2030 die ISS zu nutzen, sollten wir unbedingt tun. Mhm. Politische Raumfahrt, wir haben es jetzt mehrfach angeschnitten und ist ja irgendwie auch das Thema ESA-Ministerratskonferenz. Da sitzen ja auch Politiker, ne? Die sind beraten von den Agenturen und von den Experten und von Vertretern aus der Wirtschaft und sollen da im Prinzip das Beste für die europäische Raumfahrt rausholen und natürlich auch für den Steuerzahler. Für die Menschen in Europa. Für die Menschen, eigentlich. Die Menschen in Europa. Kooperation ist ein Riesenthema bei der europäischen Raumfahrt. Man hat manchmal ein bisschen das Eindruck, als werden mehr Kooperationen gemacht als eigene Projekte. Also ich meine, wir haben einen Hermes-Raumgleiter entwickelt für die Ariane 5. Die Ariane 5 ein bisschen auch so in die Richtung entwickelt, dass man einen Hermes transportieren kann. Haben es dann sein lassen. Ne? War ein bisschen ein Problem, Kind der Zeit, Challenger-Unglück. Also man kann viele Gründe finden, warum das nichts geworden ist. Aber ja, man hat Ariane 5 im Prinzip grundsätzlich auf Crew-Kapazitäten ausgelegt, hat es dann sein lassen. Wir haben ATV entwickelt. Ich bin von dem Ding total begeistert, obwohl es schon ganz, ganz lange nicht fliegt. Und ich höre auch, wenn ich mit den amerikanischen Kollegen spreche und so, die kennen das ATV alle noch und sagen auch von wegen, das war ein tolles Raumschiff. Gibt es nicht mehr. Gerade in so Situationen, wo ISS-Reboost-Fähigkeiten hoch diskutiert werden, wäre das ATV, wenn es noch fliegen würde, wäre das eine schöne Sache. Japaner entwickeln praktisch das nächste Raumschiff schon. Auch für das ATV gab es Pläne, das aufzuwerten und im Prinzip da Folgeprogramme zu machen. Also man hat immer das Gefühl, es wird so ein Programm gemacht, man hat sich zusammengesetzt und dann lässt man es. Und das ist jetzt für mich nicht unbedingt die Definition von nachhaltig und wir entwickeln Fähigkeiten und wir gehen irgendwo weiterhin. Da kann man schon das Gefühl bekommen, dass Europa manchmal irgendwie die Raumfahrt als Selbstzweck macht und nicht unbedingt irgendwie zielgerichtet und wo man eigentlich hin möchte, ist manchmal nicht so ganz klar. Ich würde nicht sagen, dass es Selbstzweck war. Ich glaube, ich muss zustimmen. Das Aussteigen aus dem ATV, das war ja vor meiner Zeit. Ich kenne die Rahmenbedingungen nicht, deswegen kann ich es nicht bewerten. Die Entwicklung des ATVs war exzellent. Es ist ein exzellentes Stück Technologie mit hoher Leistungsfähigkeit und war dann auch übrigens die Basis für das ESM. Also ohne das ATV hätte es ESM nie gegeben. Ohne die Erfahrungen, die die Amerikaner mit dem ATV, mit den Europäern, mit speziell auch den Deutschen da gemacht haben, hätten sie sich niemals diesen Schritt getraut, das Servicemodul nach Europa zu vergeben. Also es hat schon gefruchtet, definitiv. Die Frage ist, warum man aus so einer Entwicklung dann aussteigt und das nicht fortführt. Das kommt aus einer Mentalität nach dem Motto, man baut einen Prototypen, man baut vielleicht zwei oder drei. Und dann sagt man, wir haben das gemacht, jetzt schauen wir was Neues an. Das war auch die Diskussion 2019. Und da haben wir uns von der Raumfahrtagentur sehr deutlich dafür ausgesetzt, wir wollen ja in die industrielle Fertigung und nicht mehr dieses permanente Manufaktur-Prototypen bauen. Und wirkliche Fähigkeiten, die man nicht so einfach kopieren kann, bekommt man dadurch nicht dadurch, dass man mal einen Prototypen baut. Das ist zwar ein sehr, sehr großer Know-how-Sprung, dann weiß man, man kann es, theoretisch, aber man ist weit von internationaler Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz weg. Und das ist der Grund, weswegen sich Deutschland eben dafür auch eingesetzt hat. Und dafür wurde ich auch persönlich kritisiert, dass wir nicht gesagt haben, wir nehmen das Geld sozusagen aus dem Service-Modul weg und stecken es jetzt in neue Programme, zum Beispiel Mars oder Mond-Gateway oder ähnliche Infrastrukturen, sondern dass wir gesagt haben, nein, wir halten diese Wertschöpfungskette aufrecht und machen uns so
im Prinzip nicht so einfach zu substituieren. Das ist der Grund, warum wir jetzt inzwischen ja bis hin zum Service-Modul Nummer 9 diskutieren, was auch eine hohe finanzielle Belastung für uns darstellt, aber auf der anderen Seite unsere Industrie tatsächlich mal auf ein Level hebt, nicht nur Prototypen zu bauen, sondern tatsächlich in eine, ich sag mal, es ist nicht eine Serienfertigung, aber in eine Wiederholfertigung einzusteigen, dass wir nicht nur Produkt-Know-how, sondern auch Produktions-Know-how generieren, was man eben nicht mal eben so nachbauen kann. Und dadurch bekommen wir ein Alleinstellungsmerkmal. Also ich gebe Ihnen recht hinsichtlich der Thematik. Man hat oft früher so gearbeitet, hier haben wir Prototypen gebaut, hier einen Prototypen. Das ging erstmal mit dem Fokus auf dem Produkt. Heute denken wir ein bisschen breiter vor dem Hintergrund der Industrialisierung, der Kommerzialisierung der Raumfahrt, dass man neben dem Produkttechnologie auch die Produktionstechnologie, Produktionssystematik weiter greift. Und das haben wir aufgegriffen. Allerdings ist das ATV, wie gesagt, eine sehr gute Investition auch damals gewesen, denn es ist die Grundlage für das ESM geworden. Erkennt man schön an den Sonnenflügeln und der Stellung. Ja. Wenn man die mal vergleicht, dann erkennt man doch geometrische Ähnlichkeiten. Okay, dann hoffen wir mal, dass es im Prinzip bei der ESA-Ministerratskonferenz Programme rausspringen, die im Prinzip langfristig gedacht sind und im Prinzip da anknüpfen, wo wir jetzt sind. Es gibt, böse Zungen sagen, ESA steht für Extreme Slow Agency, also im Prinzip, dass alles konzeptionell, alles ein bisschen länger dauert und man hat ganz viele Partner, die an einen Tisch müssten. Jetzt habe ich Sie hier vom DLR sitzen. Ich sag mal, das DLR hat mitunter den Ruf, dass es im Elfenbeinturm Forschung auf Weltklasse-Niveau machen möchte, aber so ein bisschen die Welt drumherum so ein bisschen vergisst. Tue ich Ihnen und der ESA da Unrecht und beziehungsweise, wenn es eventuell man schneller sein könnte, könnten bei der ESA-Ministerratskonferenz Impulse gesetzt werden, damit wir in Europa schneller werden oder speziell auch in Deutschland? Ja, also tun Sie uns Unrecht, also gerecht ist es nicht, aber es ist auch nicht falsch. Also die Geschwindigkeit, die wir da manchmal hinlegen, die erinnert schon so manchmal an die Europäische Union oder die Vereinten Nationen. Also insofern gebe ich zu, da beiße ich auch persönlich manchmal in die Tischkante, dass wir bestimmte Dinge da nicht schneller geregelt bekommen. Bei der ESA sagen wir es mal einfach mal so, die ESA ist eine große Organisation. Und wenn Sie schnelle, agile Tätigkeiten haben, dann sind große Organisationen einfach dafür nicht aufgestellt. Das ist auch in der Industrie so. Wenn Sie sich angucken, die ganzen großen Unternehmen, um eben, was weiß ich, schnelle, agile Aktivitäten zu machen, die nicht zu einem Aufbau einer großen Organisation passen, dann machen die das so, was weiß ich, die Science-to-Business-Center, wo sie irgendwelche kleine Unternehmen angliedern, denen Infrastrukturen zur Verfügung stellen, damit die da sozusagen nicht durch die, aufgeschmissen sind durch die Professionalität der großen Organisation, aber die Umsetzung eigentlich nur durch die große Organisation global dann erfolgen kann. Hat man toll bei der Pandemie gesehen. Das Vakzin wurde entwickelt von einem kleinen deutschen, ich würde nicht sagen Startup, aber zumindest ein sehr, sehr junges, kleines Unternehmen. Die globale Durchdringung des Marktes konnte nur mit einem großen Player erfolgen. Also dieses Teaming war sehr, sehr wichtig und dieses Teaming ist auch interessant. Deswegen brauchen wir die ESA, denn die großen Wissenschaftsmissionen, ja, die da gemacht werden, die kann weder die CNES, die können wir auch nicht alleine. Da müssen wir zusammenarbeiten, da brauchen wir die ESA. Bei den kleineren Projekten ist das so, macht die ESA auch, es gibt ja diese kleineren Missionen oder die M-Missionen bei der ESA, bei denen sich Deutschland nicht beteiligt, und zwar genau aus dem Grund. Diese Missionen werden entwickelt für Mitgliedstaaten der ESA, die gar keine Raumfahrtagentur haben. Das heißt, wenn die kleine Mission machen wollen, wo sie selber mal im Fahrersitz sitzen, hätten sie nicht die Möglichkeit, deswegen nehmen sie die ESA. Das ist nicht so ganz kosteneffizient. Also ich glaube mal, dass so eine Mission, die wir dann in der Deutschen Raumfahrtagentur dann durchführen, dass das schneller und kosteneffizienter ist als im großen Operat der ESA. Deswegen ist das eine tolle Kombination, die wir haben. Mit der ESA die großen internationalen Programme und mit der Deutschen Raumfahrtagentur die eher bilateralen Tätigkeiten und kleineren, also für uns auch noch Großmissionen, aber wir würden jetzt nicht auf die Idee kommen, einen Rover zu bauen für den Mars. Ja, also insofern ist das Setup ganz richtig. Nichtsdestotrotz müssen wir schneller werden. Also wenn ich Richtung USA schaue, mit welchen Tools die schnelle Vergaben, gerade für junge Unternehmen, für Startups machen können,
Dinge, bei denen wir dann auf einmal Startup fragen müssen, weil wir dazu rechtlich gefordert sind, welche Historie hast du denn? Welche Banksicherheiten hast du denn? Und die sagen, hör mal, du stehst hier vor einem Startup. Dann würde ich mir natürlich wünschen, dass wir auch da manchmal etwas freier agieren könnten. Deswegen, wenn dann, ich sag mal, unsere Partner, mit denen wir dann gerade die jungen, agilen Unternehmen sagen, hey, meine Güte, die Agentur könnte da wirklich was schneller sein, kann ich denen manchmal nicht widersprechen. Aber es liegt nicht daran, dass wir nicht wollen. Uns fehlen manchmal die Instrumente. Und es wäre toll, wenn wir dann vielleicht vor dem Hintergrund des New Space Gedanken auch die New Space Prozesse bei uns so implementieren könnten, dass wir bestimmte Programme fahren können, wo wir einfach schnell, unbürokratisch Dinge machen, bei denen wir dann auch mal scheitern können. Wir gemeinsam mit den Startups. Ja? Scheitern ist ja dann nicht, dass es in der Tonne ist. Wir haben dann gelernt, wie es nicht geht. Ja? Und das ist auch schon mal ganz wichtig. Also ich kann Ihnen nicht ganz widersprechen, aber es ist auch nicht ganz fair. Politische Raumfahrt, da sind wir ganz schnell bei dem Wort Geo-Return und im Prinzip, das ist ja mit auch ein Grund, ich sag mal, das macht die USA langsam, weil sie im Prinzip die Programme so aufbauen müssen, die großen Programme, dass sie in jedem Bundesstaat sind. Wir haben im Prinzip eigentlich das gleiche in Europa auch, dass wir im Prinzip in jedem Mitgliedsland nach Beitragen was hinpacken müssen. Das hat Vor- und Nachteile. Aktuell hat man das Gefühl, dass die Nachteile mehr nach oben gespült werden und dass die Leute sich fragen, kann man mit einem Geo-Return-Modell überhaupt noch moderne Raumfahrt betreiben? Ist man damit nicht grundsätzlich zu langsam, beziehungsweise nimmt man sich auch die Chance, wirklich Raumfahrt-Hubs aufzubauen? Also ich sag mal, ein Silicon Valley wäre nicht entstanden, wenn alle IT-Firmen irgendwie über die amerikanischen Staaten verteilt gewesen wären, sondern da kam viel zusammen, dass man Universitäten, Unternehmen, Startups und so weiter hat. Und das ist ein Kosmos, der ist bis heute einmalig und es wurde ganz oft versucht, das weltweit zu kopieren, ist bis heute nicht gelungen und da profitiert die USA heute noch von. Ist das Geo-Return-Modell am Ende? Also aus meiner Sicht nicht. Die Einschätzung, dass es sehr viel in der Kritik ist. Es gibt auch, genau wie Sie sagen, Vor- und Nachteile. Was aber gerade immer gerne gemacht wird, wenn irgendwelche Dinge nicht so laufen, dann sucht man sich natürlich immer Entschuldigen. Und ich sag mal, da ist natürlich der Geo-Return ein tolles Punkt, denn der ist von den Staaten vorgegeben. Und wenn dann die Ergebnisse, die aus der Wissenschaft oder Industrie kommen sollen, nicht so sind, wie man sie sich wünscht, dann ist das natürlich ein gefundenes Fressen, hinzugehen und zu sagen, das ist der Geo-Return, weil da so viele Länder mitmachen. Also es gibt ja Kritik speziell aus einem Partnerland von uns, mit dem wir sehr gut insgesamt zusammenarbeiten, die aber hinsichtlich Geo-Return eine andere Sichtweise haben. In dem Land gibt es 10 verschiedene Standorte, um, ich sag mal, das Produkt Launcher herzustellen. Also wenn diese verschiedenen Standorte ein Thema wären, ja, dann könnten die ja sozusagen, warum ist es dann so verteilt innerhalb dieses Landes? Der Geo-Return ist aus meiner Sicht ein Thema, was uns an der einen oder anderen Stelle Kopfzerbrechen macht. Ich glaube auch, dass das System des Geo-Returns weiterentwickelt werden sollte. Es sollte aber beibehalten werden, denn einer der größten tatsächlichen Schwierigkeiten in Europa ist der sehr limitierte Markt und die Marktgröße der Raumfahrt. Das ist auch der Grund, weswegen für uns, ich sag mal, in der aktuellen Situation einfach ein wiederverwendbarer Launcher keinen Sinn machen. Bei 4 institutionellen Starts pro Jahr macht ein wiederverwendbarer Launcher ökonomisch keinerlei Sinn. Und bei dieser Marktgröße hinzugehen und dann zu sagen, wir nehmen den Geo-Return weg, was dazu führen würde, dass die ganzen Mitgliedstaaten, die kleinere Budgets hätten und die ESA nutzen, um Technologieentwicklung zu machen, weil sie wissen, wenn ich das Geld dahin gebe und diese Technologie entwickeln möchte, Gemeinschaft in der Verbindung mit der ESA, dann kommt es eben vor dem Hintergrund des Geo-Returns auch zurück. Ist das weg, werden diese Nationen dieses Geld anders verwenden. Dann wird der Raumfahrtmarkt in Europa nicht viel größer, was sich Josef Aschbacher und viele andere auch wünschen und ich mir auch, sondern er wird viel kleiner. Also wenn wir den Geo-Return wegnehmen, werden wir die europäische Wirtschaft nicht stärken, wir werden sie schwächen. Und das ist ein Thema, das wird eben nicht diskutiert, die Vorteile des Geo-Returns, weil der Geo-Return eben sehr, sehr
sich sehr gut eignet, um als Schuld oder als Sündenbock für die fehlende Wirtschaftlichkeit herzuhalten. Sie haben angesprochen, die Wiederverwendung von den Raketen und diese Erzählung, dass es im Prinzip Wiederverwendung bei den wenigen Starts, die wir institutionell in Europa haben, nicht wirklich Sinn macht. Bei 3-4 Starts kann ich das so ein bisschen auch nachvollziehen. Es führt aber natürlich nicht dazu, dass man, ich sag mal, auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig ist. Ne? Und das heißt im Prinzip, ja, es gibt irgendwie die institutionellen Starts, von denen man irgendwoher denken kann. Aber im Prinzip die Rakete so zu planen, dass es die im Prinzip für diese 4 institutionellen Starts funktioniert, aber man eigentlich den kompletten Weltmarkt verliert, weil die Preise ganz woanders sind, halte ich für sehr, sehr gefährlich. Und man sollte sich mehr angucken, wo ist denn die Konkurrenz, wo gehen denn irgendwie die Konkurrenz hin und kann man da mitspielen oder nicht? Und das würde mich jetzt auch zu der Frage bringen, dieses Thema unabhängiger Zugang zum All, der ist ein Riesenthema der europäischen Raumfahrt die letzten 30 Jahre, wenn nicht sogar der Grund, warum es die europäische Raumfahrt irgendwo gibt. Es kann sein, dass wir irgendwann den Punkt erreichen, wo, dieser eigenständige Zugang keinen Sinn mehr ergibt. Also ich meine, Europa oder Deutschland betreibt ja jetzt keine Staats-Airline, sondern im Prinzip, da gibt es Firmen, die haben Flugzeuge. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob Sie das von früheren Aussagen von mir auch gehört haben. Das ist genau ein Beispiel, das ich mal ranbringe. Aber fangen wir erstmal mit der Wiederverwendbarkeit an und dann kommen wir zum unabhängigen Zugang zum All. Das sind aus meiner Sicht zwei also fundamentale Unterschiede. Sie haben vollkommen recht, wenn man an dem Weltmarkt erfolgreich teilhaben möchte, bräuchte man eine wiederverwendbare Rakete, um bei höheren Stückzahlen wettbewerbsfähig zu sein. Aber zeigen Sie mir doch mal den Weltmarkt. Wir sprechen nicht über Automobile, wir sprechen nicht über chemische Grundstoffe, wir sprechen nicht über Kühlschränke, wir sprechen nicht über Fernseher. Wir haben keinen offenen Weltmarkt. Wir sprechen über Raumfahrtstarts, die ein hochgeschützter Markt. Wir kommen, die über 40 Starts der Amerikaner oder der Chinesen, da kommen wir doch gar nicht ran. Das ist doch gar nichts, wo wir anbieten können. Die Starts, die ganzen Starts für die Starlink-Mission, da sind wir doch gar nicht im Wettbewerb. Ja, die werden mit Falcon gestartet, ganz einfach, weil es der gleiche Eigentümer ist. Also insofern, diese Geschichte, wir müssen auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig sein, dann zeigt mir doch mal bitte den Weltmarkt, dann bin ich ja sofort dabei. Ja, der Weltmarkt der Launcher ist ein weit überwiegend abgeschotteter Bereich. Eine vergleichbare Situation wie mit Europa haben die Japaner. Und die Japaner haben jetzt die H3 entwickelt. Und wenn man sich mal die H3 anguckt und die Ariane 6, da könnte man auf die Idee kommen, dass die Ingenieure so ein bisschen sich gegenseitig über die Schulter geschaut haben. Weil die Japaner und wir, die Europäer, haben eine sehr vergleichbare Marktgröße. Und wenn wir die Ariane 6 starten, werden wir, so hoffe ich, eine sehr leistungsstarke Launcher sehen, der den Anforderungen Europas genügt. Wenn es einen offenen Markt geben wird, ändert sich die Situation. Und jetzt komme ich zu dem Beispiel mit den Airlines. Ja, das ist genau die Thematik der Flag Carrier. Und da sind wir auch genau bei dem Narrativ, was jetzt ganz viele erzählen. Wir müssen alles selber machen. Wir müssen eine eigene Wiederverwendbarkeit machen. Wir müssen eigene astronautische Raumfahrt machen. Wir brauchen am besten eine eigene Raumstation. Alles alleine. Das ist genau das Narrativ, was vor, was weiß ich, mit der Mütze gefangen, 100 Jahren alle gesagt haben, wenn wir keine eigene Airline haben, dann sind wir von der globalen Logistik abgeschottet. Und damals gab es die Sterz Airlines. Warum heißt Swiss Airlines Swiss? Warum heißt Alitalia Italia? Weil heißt Iberia Iberia, Air France und wie sie alle sagen, die sogenannten Flag Carrier. Ja, weil irgendwie alle Leute meinten, wenn wir keine eigene Airline haben, dann sind wir von der Logistik abgeschnitten. Ja, heute weiß jeder, erstens sind das keine staatlichen Airlines mehr, sondern sind private. Und vor dem Hintergrund, dass diese Airlines Geld verdienen wollen, kommen die auch wirklich nicht auf die Idee, irgendwelche Länder von der Logistik abzuschleppen oder abzuschneiden, sondern die wollen ja Leute transportieren. Also Sie haben vollkommen recht, dieses Narrativ nach dem Motto, in dem Moment, in dem wir vor dem Hintergrund
ich sag mal, Kommerzialisierung, dass wir dann alles selber haben müssen, weil wir sonst alles nicht machen können. Da bin ich nicht dabei. Heißt das auf der anderen Seite, dass wir nichts können müssen, weil wir es alles einkaufen, dann werden wir abhängig. Deswegen bin ich der Meinung, wir brauchen gerade in der Raumfahrt, die von internationaler Zusammenarbeit lebt. Ja? In keinem anderen Bereich zählt so stark der Satz, wenn du irgendwie schnell sein willst, mach es alleine. Wenn du etwas Großes erreichen willst, wenn du weit kommen willst, mach es in einem Team, mach es mit Partnern und Partnerinnen. Also insofern, da gibt es kein besseres Beispiel als die Raumschaft. Und genau so ist es. Denn am Ende des Tages müssen wir auf Augenhöhe exzellent agieren. Deswegen müssen wir dürfen nicht erpressbar werden, dadurch, dass wir gar keine Satelliten in den Orbit bringen können. Deswegen brauchen wir meiner Meinung nach die großen Launcher wie Ariane 6. Wir brauchen auch kleinere Launcher. Wir brauchen auch eigene Launch-Fähigkeiten, das heißt Startplätze. Ich glaube aber nicht, dass wir das ganze Portfolio brauchen. Im Gegenteil, in dem Moment, in dem man hingeht und sagt, wir machen alles alleine und können alles alleine, ist das nur ein anderer Ausdruck von isoliert sein und beliebig sein. Und ich halte nichts vom Bauchladen. Ich hatte es eben schon mal gesagt, wir sollten das, was wir tun, exzellent machen. Dann sind wir auch auf Augenhöhe mit NASA und mit jedem Partner auf der Welt. Mhm. Bei einer Sache würde ich Ihnen widersprechen, und zwar ist mit dem Weltmarkt, Sie haben, ich würde sagen, aktuell recht, und Starlink definitiv ist ein Beispiel, das wird immer Falcon sein, das ist im Prinzip auch so die Idee dahinter, man schafft sich seine eigene Nachfrage. Es kommen jetzt neue Konstellationen dazu, OneWeb wird schon aufgebaut, waren auch Starts, die eigentlich in Europa verortet waren, wenn auch mit russischer Technik, ist jetzt nach Indien gegangen, das wird auch noch mehr passieren, aber ich sag mal, die nächsten Konstellationen, ob das Kuiper ist von Amazon, die sind in der Mache und gibt sehr viel negative Presse, gibt auch sehr viel berechtigte Kritik gegen Megakonstellationen und Weltraumschrott und so weiter, will ich gar nicht so aufgehen, da wissen meine Zuschauer, glaube ich, sehr, sehr gut auch schon Bescheid. Ich glaube, der Weltmarkt wird kommen, tatsächlich. Also ich glaube, die Starts werden massiv nach oben gehen oder zumindest das Payload-Volumen insgesamt wird weiter massiv wachsen. Und das hat man meiner Meinung nach ein bisschen falsch antizipiert, wann das passieren wird und wie man darauf reagieren möchte und ist so ein bisschen bei den europäischen Trägern jetzt aufgeschreckt, nenne ich das jetzt mal. Aber ich will gar nicht so irgendwie die Launcher unbedingt dann reden, sondern ich sag mal so, dass ein Baby der deutschen Raumfahrt ist die astronautische Raumfahrt. Da sind wir berechtigterweise sehr stolz drauf. Da hat man die letzten 20 Jahre was aufgebaut, was einmalig ist und was großartig ist und wo großartige Forschung gemacht wird. Jetzt sind wir in einem Punkt, wo ein Privatunternehmen, die mit dem X im Namen, mehr Menschen ins All gebracht hat als Europa vereinigt in den letzten 40 Jahren. Und wenn man ehrlich ist, hat Europa selbst niemanden gestartet, sondern im Prinzip ist irgendwo mitgeflogen. Muss man sich um die europäische Astronautenausbildung Sorgen machen, wenn man keinen eigenen Zugang zum All, Crew-Zugang zum All hat? Also, wenn es um die Ausbildung geht, definitiv nein. Das Europäische Astronautic Center in Köln, ist ja in Köln, in Deutschland, daneben vom DLR, das ENVI-Hub, sind exzellente Einrichtungen, das Europäische Astronautenkorps ist hoch angesehen. Wenn wir mit unseren amerikanischen Partnern sprechen, reden in den höchsten Tönen von der Ausbildung, von den Fähigkeiten unserer Astronautinnen und Astronauten. Also insofern hinsichtlich der Ausbildung braucht man sich keine Sorgen machen. Wir selber, das DLR, führt im ENVI-Hub, also nicht jetzt als Europäer, sondern als DLR, Untersuchungen im medizinischen Astronautenbereich mit Schlafstudio für die NASA durch, weil die sagen, wir haben diese Einrichtungen nicht, wir können das nicht, wir haben da nicht die Erfahrungen. Und wenn die Amerikaner sozusagen uns beauftragen im DLR, das forschende DLR in Köln, dann ist das, glaube ich, ein klares Zeichen, auf welchem Niveau wir da auch entsprechend spielen. Und wie gesagt, alle europäischen, aber eben auch andere Astronauten werden ja auch in Köln ausgebildet. Also von daher, die Ausbildung ist auf gar keinen Fall. Und das ist das Partnerschaftliche, wovon ich gesprochen habe. Die Amerikaner lassen auch Tätigkeiten bei uns durchführen. Es ist nicht nur Hardware mit dem Service-Modul, es sind eben auch zum Beispiel die Schlafstudien, die jetzt von ENVI-Hub und ähnlichen Dingen dann durchgeführt wurden, um auf lange Reisen später mal, wenn wir uns Richtung Mars begeben, vorzubereiten. Haben wir Fähigkeiten, die andere nicht haben. Und das ist eigentlich was, wovon ich spreche. Wir müssen nicht alles können. Wir müssen das, was wir machen, aber können, das müssen wir exzellent machen. Ja, und
die Zahlen, Sie haben sie sehr genannt. Wir haben gar nicht das Volumen, um die entsprechende, ich sag mal, Menge durchzuführen. Und es wäre natürlich schön, wenn wir auf einmal unser Raumfahrtbudget so explodiert, dass wir alles auf Top-Niveau durchführen können. Dann bin ich sofort dabei, wiederverwendbare Launcher zu machen, bin ich sofort dabei, Human-Rated Launcher zu bauen, bin ich sofort dabei. Aber wir müssen ja daran denken, in dem Moment, in dem wir uns für solche Dinge entscheiden, dann werden wir keine Satelliten bauen, die wertvolle Daten liefern, um, ich sage mal, die großen gesellschaftlichen Herausforderungen, vor denen wir stehen, anzugehen. Denn Satelliten werden deswegen gebaut, um eben Daten zu liefern, mit denen wir hier auf der Erde ein besseres Leben haben. Ja, und wenn ich dann entscheiden muss zwischen Satelliten wie zum Beispiel, ich nenne jetzt mal deutsche Satelliten, NMAP, der uns ganz wichtige Hyperspektraldaten liefert, der, ich sag mal, die Welternährung verbessert, der die Wasserversorgung, die Wasserqualität uns hilft, im Auge zu haben. Also ganz, ganz wertvolle Daten, die für die ganze Welt, die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der ganzen Welt warten auf die Daten von NMAP. Wenn ich mir sagen kann, das machen, oder ich gehe eben hin und investiere, damit auch noch wir dann meinetwegen astronautisch transportieren können, wäre ich persönlich ganz klar auf der Seite. Wir haben einen exzellenten Partner mit der NASA, mit dem wir toll zusammenarbeiten. Dann lasst uns doch diese Daten kreieren und fliegen zusammen auf der anderen Seite mit unserem internationalen Partner. Ich weiß, dass es andere anders sehen, aber wir müssen auch, ich sag mal, uns vor Augen halten, dahinter stehen immer industriepolitische Interessen. Ja? Und das ist eben der Grund, weswegen ich da eher hintendiere zu sagen, okay, Raumfahrt ist eine Sache der internationalen Kooperation und Deutschland macht Raumfahrt primär deswegen, um das Leben auf der Erde zu verbessern. Und dazu gehören Satelliten und die Daten der Satelliten. Also deswegen, wenn ich in der Situation bin, in der ich bin, dass wir sehr limitierte Ressourcen haben und ich kann hingehen und sagen, me too, wir machen auch noch etwas, was andere machen, oder wir machen etwas, was es nicht gibt. NMAP zum Beispiel ist in seiner Qualität einzigartig. GRACE, eine Mission, jetzt spreche ich über das nationale Programm, wo wir unsere Finger direkt dann drauf haben, eine Mission, mit denen wir sogar, ich sag mal, Grundwasserentwicklungen beobachten können und damit, ich sag mal, fast Krisenprävention betreiben, denn es wird den Kampf um sauberes Wasser geben, dann glaube ich, haben wir fast eine moralische Verpflichtung, solche Projekte zu machen und nicht nach dem Motto, wir wollen das auch noch können. Hm. Vielleicht meine letzte Frage dann dazu. Ich glaube, jeder, der sich mit Raumfahrt beschäftigt, weiß, dass das DLR exzellente Forschung macht und dass die ESA exzellente Projekte finanziert und anschiebt. Ich glaube, das ist in der breiten Bevölkerung aber nicht angekommen. Und da ist so ein bisschen für mich so die Frage, also in der heutigen Zeit, ob das einfach zu sagen, wir machen Raumfahrt, ob das reicht, um Raumfahrt zu promoten. Also ich sag mal, früher war, ich habe einen Astronaut und kann den im Prinzip irgendwo hinstellen und alle Menschen sind begeistert. Und jetzt hat man Unternehmen, die massiv PR-Programm machen, um ihre Programme, ihre Launcher, ihre Raumschiffe zu promoten und im Prinzip die einen Begeisterungssturm für Raumfahrt entfacht haben, den es, glaube ich, so... Ich kann mich nicht erinnern, dass es den so gab. Und das rechne ich auch SpaceX hoch an, dass sie im Prinzip es geschafft haben, Millionen Menschen plötzlich für das Thema Raumfahrt wieder zu begeistern und zu begeistern dafür, dass die Raumfahrt sich weiterentwickelt und dass wir zu neuen Horizonten aufbrechen. Und da ist so ein bisschen meine Frage, wir haben über Politik geredet, wir haben über Industrie geredet. Hätte man vielleicht die letzten Jahre ein bisschen mehr auch Budget nehmen müssen, um die breite Bevölkerung für diese Programme zu begeistern, den Leuten das zu erklären. Also nicht nur, dass man irgendwie auf einer Konferenz die Wissenschaftler sich alle auf die Schulter klopfen, was man da für ein tolles Programm und ein Paper geschrieben hat, sondern mehr so von wegen, hey Leute, das kommt hier bei euch an und wir schieben die Entwicklung der Menschheit voran. Tja, jetzt haben wir zu Beginn des Interviews ein bisschen Kuschelkurs gehabt, jetzt sind wir am Ende auch Kuschelkurs, Sie haben vollkommen recht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es SpaceX war. Ich glaube, die NASA hat einen sogenannten Outreach-Budget. Zu jeder Mission haben die von vornherein einen speziellen Outreach-Budget, um eben der Bevölkerung zu erklären, warum machen wir das, warum ist das sinnvoll. Und diese Budgets haben nichts mit den Budgets zu tun, die wir zur Verfügung haben. Und es ist wirklich wichtig, da haben wir eben drüber gesprochen,
Ich sag mal, vor dem Ukraine-Krieg habe ich auch unseren Leuten in der Agentur immer erklärt, wir müssen es schaffen, der Bevölkerung zu erklären, warum es sinnvoll ist, Geld in Raumfahrt zu stecken, denn man kann auch Geld in Kindergärten, in Lehrer und Lehrerinnen stecken, das ist eine verdammt gute Idee. Und dann der Bevölkerung zu erklären, na, wir brauchen aber auch Geld für Raumfahrt, das muss man denen erzählen, das muss man denen vermitteln, dass unser, ich sag mal, tägliches Leben überhaupt nicht mehr denkbar wäre ohne Raumfahrt, dass wir noch nicht mehr Geld aus dem Geldautomaten rausbekommen, dass unsere Rettungssysteme, unsere Sicherheitssysteme, dass das alles nicht mehr funktioniert, dass unsere Landwirtschaft signifikant an Produktivität verlieren würde, wenn wir einfach in die Situation kommen, dass wir keine Raumfahrtinfrastruktur mehr hätten. Und da haben wir einen langen Weg zu gehen. Frau Mittelbach ist einer derjenigen, der vor ein paar Jahren haben wir uns so aufgemacht, das zu verstärkt zu tun, aber wir haben einfach wahnsinnig viel da aufzuholen. Ich bin der jetzigen Regierung dankbar. Sie haben das Thema Raumfahrt auf ein Niveau gebracht. Der Bundeskanzler Scholz hat sich sozusagen selbst in das Thema Raumfahrt jetzt erstmal informieren lassen. Das ist früher nicht so gewesen, da ist Raumfahrt eben nicht, ich sag mal, auf dem Radar gewesen. Wir machen also Fortschritt, aber der Weg, den wir da gehen müssen, sowohl auf der hohen politischen Ebene, aber auch vor allen Dingen in der Bevölkerung, der ist sehr, sehr weit, weil Raumfahrt wird gesehen eben mit den Astronautinnen und Astronauten, die super Botschafter sind, aber sie sind eben nur eine Nische der Raumfahrt. Ich habe eben von den Daten gesprochen und das müssen wir den Leuten einfach besser erklären, dass wir deren Geld auch brauchen, um deren Leben zu verbessern. Es geht wirklich darum, das Leben auf der Erde zu verbessern und die Herausforderungen, vor denen wir stehen, ohne Raumfahrt werden wir die nicht ordentlich lösen können. Das wissen viele, aber viel zu viele wissen es eben noch nicht. Und da müssen wir auch als Raumfahrtagentur noch einen viel besseren Job machen, um das zu erklären. Wir geben uns da wirklich viel Mühe mit den Möglichkeiten, die wir haben. Aber wir würden uns da mehr wünschen. Aber wir haben uns, ich sag mal, auf den Weg begeben. Wir haben eine steile Kurve, aber wir sind am Fuße des Berges erst. Vielleicht meine Empfehlung als, sage ich jetzt mal, Social-Media-Experte, dass man auch nicht unbedingt auch als Agenturen immer alles selber machen muss, sondern im Prinzip, dass man vielleicht erkennen kann, wo es gibt Graswurzeln von Menschen, die Lust haben auf Raumfahrt und die man ganz, ganz, ganz einfach mit ins Boot holen kann und die man mit ein bisschen paar Streicheleinheiten zu den größten Paladin-Kämpfern macht, um die Raumfahrt in der breiten Bevölkerung zu verteidigen. So ein bisschen Eigenmarketing hier. Kann ich direkt aufgreifen. Wir arbeiten, das ist eine Aufgabe, die in der Abteilung oder beziehungsweise in der Abteilung, in der Frau Mittelbach ist, die haben eine Aufgabe, einen Wettbewerb zu machen, bei dem am Ende des Jahres, ich sag mal, Institutionen, Personen prämiert werden, die sich um die Raumfahrt verdient gemacht haben, die eben genau Outreach gemacht haben. Ob das nun Museen sind, ob das nun Internet-Post-Podcasts sind oder. Dass wir dann am Ende des Jahres, ich sag mal, haben wir die Idee, eine Jury zusammenzurufen. Man kann sich dann daran bewerben, zeigt, was man macht. Und die Jury wählt dann, je nachdem, welches Budget wir dafür haben, unterschiedliche Preisträger auf. Und sie werden dann erstmal öffentlich prämiert im Sinne, dass sie einen tollen Job gemacht haben. Und wir wollen sie dann auch noch zusätzlich mit einem Preis belohnen. Also das ist ein Programm. Das ist meine Wunschvorstellung, dass das im Jahr 2023 schon zum Leben erweckt wird. Und hinsichtlich des Outreaches kann ich nur an unser YouTube-Video Ein Tag ohne Raumfahrt darauf hinweisen. Das ist, glaube ich, ziemlich eindrucksvoll für die Leute, die es bisher gelesen haben. Wir haben es, wie gesagt, vor etwas mehr als einem Jahr mal neu aufgesetzt. Es gab es ja mal von den Amerikanern vor vielen Jahren. Wir haben es jetzt in Deutsch neu aufgesetzt, um es den Leuten und ein bisschen abgedatet mit den neuen Tätigkeiten da auch mal reinzugucken. Aber ich erwarte Sie als Antragsteller bei dem Wettbewerb nächstes Jahr, wenn wir genau in diese Richtung gehen. Denn genau, was Sie sagen, alles selber machen zu wollen, ist völliger Blödsinn. Das ist übrigens auch eine Krankheit der Raumfahrt, dass die Agenturen immer glauben, dass sie im Fahrersitz sitzen müssen. Man soll sagen, was man haben will und dann die Kreativität der Industrie und der Wissenschaft einfach freien Lauf lassen. Das ist die richtige Art und Weise. Da sind wir aber, glaube ich, in Deutschland ein bisschen weiter als viele anderen Agenturen.
Da werden wir noch festgehalten von den anderen. Das. Ja, dann hoffen wir vielleicht, dass da auch Impulse international oder im europäischen Rahmen vielleicht dann nächste Woche passieren. Gibt es irgendwas in der europäischen Raumfahrt oder in der, speziell in der deutschen, wo Sie sich in den nächsten Jahren besonders darauf freuen oder vielleicht sogar noch weiter hinaus, wo Sie sagen, ach, wenn Sie träumen könnten, was in der Raumfahrt passiert, das würden Sie gerne erleben oder da würden Sie gerne Teil dran haben? Oh, ich freue mich auf ein paar Sachen. Also ich habe eben Grace genannt. Meiner Meinung nach eine ganz, ganz tolle Mission. Wenn wir die fortführen werden, damit würden wir der Menschheit einen wirklichen Dienst erweisen. Das machen wir zusammen mit unserem Partner JPL, der NASA. Ich freue mich auf die Daten von NMAP, dabei zu bleiben, was wir eben gesagt haben. Ich freue mich riesig auf den ersten Start der Microlauncher. Ich glaube, wenn der erste Start erfolgreich war, der Microlauncher, dann wird ein Dammbruch erfolgen. Ich glaube, in dem Moment, wenn die zum ersten Mal gezeigt haben, dass Private in der Lage sind, Payloads in den Orbit zu bringen, ja, dann wird diese Diskussion um freien Zugang zu zu ESA-Payloads, das ist ja auch ein begrenzter Markt. Ja. Momentan ist die ESA, schottet sie ihre eigene Payloads noch gegenüber den Microlaunchern, die mit privatem Geld finanziert wurden, ab. Ganz, ganz schlimme Situation. Wir reden einerseits von Fremdkapital, auf der anderen Seite dürfen sie nicht an den Markt teilhaben. Das ist absurd im Prinzip, diese Diskussion, also dieser Ansatz. Aber dieser erste Start von einem Microlauncher, wer es jetzt auch immer sein wird, ja, der erste erfolgreich, da freue ich mich riesig drauf. Ich freue mich auch auf die großen Dinge. Also wenn der Start Artemis 1 erfolgreich sein wird und die Menschheit zurück zum Mond kehrt, um dann vor allen Dingen da nicht einfach eine Flagge aufzustellen, sondern um da wirklich wichtige Dinge zu tun und dass nicht die wir einfach nur mitgenommen werden von den Amerikanern, sondern wir wirklich gemeinsam mit den Amerikanern doch den aufbrechen. Da freue ich mich drauf, besonders weil das Service-Modul sozusagen auf dem Launcher ist und im Launcher deutsche Technologie von deutschen KMUs ist. Da freue ich mich auch drauf. Das sind sicherlich Dinge, da freue ich mich einfach wirklich sehr, sehr drauf. Und ja, ich freue mich auch auf das nächste Astronautenkorps. Vielleicht wird das aus deutscher Sicht dann auch etwas diverser. Ich sage es mal in dieser Größe, das wäre auch eine gute Botschaft. Wir haben ein sehr, sehr gutes und tolles Astronautenkorps mit Männern und Frauen. Samantha Cristoforetti ist eine faszinierende Persönlichkeit, die gezeigt hat, dass eine Frau genauso jeden Job machen kann in der Raumfahrt wie auch ein Mann. Ich weiß, dass es aber auch für die Bevölkerung ganz wichtig ist, dass es eben dann eine europäische Astronautin auch mit deutschem Pass irgendwann geben kann. Also da freue ich mich auch drauf. Und ich bin sicher, dass wir die auch irgendwann sehen werden. Denn dafür gibt es keinen Grund, weswegen das nicht passieren wird. Das sind so die Dinge, wo ich mich drauf freue. Ich freue mich auf die Erkenntnisse, die wir durch James Webb bekommen im Bereich der Wissenschaft. Also das ist ein großer Blumenstrauß an Dingen, auf die wir uns alle freuen können. Und ich freue mich drauf, wenn Copernicus weiter seinen Dienst leistet und uns viele, viele Informationen liefert, welche Maßnahmen am besten greifen, um den Klimawandel zu begegnen, um den zu mitigieren und Copernicus als Erdbeobachtungssystem sowohl präventiv, wenn es um Waldbrände oder Ähnliches geht, oder eben auch als Monitoring-System einen wichtigen Beitrag dazu liefert, dass wir die Temperatur in Grenzen halten, die wir hier haben. Also das sind alles Dinge, auf die ich mich freue. Also ich habe eine strahlende Zukunft, wenn Sie so sagen. Sehr, sehr optimistische, schöne Worte und das soll ja auch immer das Motto des Kanals sein. Und Sie sehen hinter mir ganz viele Raketen. Da ist eine Falcon 9, da ist Starship, da ist ein Ariane 5, da ist von der Rocket Factory Augsburg ein Lego-Modell. Raketen ist mein Ding und das motiviert mich und die Technik finde ich begeisternd. Trotzdem bleibt die Saturn 5 immer so ein bisschen meine Lieblingsrakete. Ich wollte gerade sagen, die Saturn 5 sehe ich auch da, ne? Weil sie die Menschheit zum Mond getragen hat. Und ich sage dann auch immer, die Menschheit, auch wenn die Amerikaner da waren, weil für mich ist das ein Menschheitserfolg gewesen, weil die gesamte Menschheit praktisch ein technologisches Level erreicht hat, bei dem das möglich ist. Und da war ich zu jung. Jetzt, wir fliegen wieder zurück und vielleicht auch irgendwann zum Mars. Und das ist so für mich dieses
Apollo-Moment, an dem man selber teilhaben kann. Und da freue ich mich sehr drauf. Und das freut mich sehr, dass ich das bei Ihnen auch sehe und spüre. Und dass es die Begeisterung gibt, dass wir halt vorangehen und dass wir als Menschheit Dinge erreichen. Und hoffentlich auch mit viel deutscher Beteiligung. Und Herr Petzer, das war ein super interessantes Interview. Es waren die Fragen vorher schon eher negativ, dass ich gesagt habe, ich habe ein bisschen Angst um die europäische Raumfahrt. Freut mich, dass Sie da vielleicht bei ein paar Punkten meine Ängste mir nehmen konnten. Und ja, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg für die Dinge, die Sie vielleicht angeschoben haben, die bei der ESA-Ministerratskonferenz dann umgesetzt werden könnten. Und bin sehr, sehr gespannt, auf was das DLR im Bereich Social Media dann die nächste Zeit vorhat und ja, wo vielleicht auch meine Community von profitieren kann. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben, dass ich mit Ihnen und Ihren Zuhörerinnen und Zuhörern sprechen durfte. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben und ja, ich bin einfach zuversichtlich, dass wir nicht nur das Dringende, sondern auch das Wichtige tun werden. Also insofern, lassen Sie uns einfach nach der Ministerratskonferenz nochmal sprechen. Genau. Euch hat so viel Spaß gemacht wie mir. Ich wünsche euch ganz viel Freude mit der Raumfahrt. Immer schön senkrecht bleiben. Euer Mo.